bisschen mitlerrätst, das ist toll. Okay, sieht so aus, als müssten wir hier ein Upgrade haben, wo wir später zwei Winden schießen können. Dann würden wir hier das Mittlerrätsel bekommen. Drohnen. Alfred, die Miliz hat ein Gerät abgesetzt, tief in der Straße vergraben. Ja, ich sehe es. Ähnliche Geräte werden in der ganzen Stadt aufgestellt. Ich überprüfe das. Lass mich raten, neue Sidequest-Dinger untersuchen. Es ist eine Bombe mit schwerer Panzerung. Oh je. Sollten Sie sich in dem Fall nicht vielleicht etwas entfernen? Ich werde den Fernzugriff mit dem Bat-Computer einrichten und jeden Virus benutzen, den wir haben. Sobald wir drin sind, kann ich den Kern mit einer kontrollierten Explosion unschädlich machen. Sehr wohl, Sir. Aber die Miliz hat bereits einen Zug unbemannter Panzer ausgesandt, um sie aufzuhalten. Werden sie nicht. Natürlich muss man das unbemannt nochmal betonen. Der Virus destabilisiert das Gerät. Wenn sie sich zu weit entfernen und die Verbindung verlieren, wird die Explosion alles in einem Radius von 10 Blocks vernichten. Wie Sie vorhergesagt haben, Sir. Er will das Gerät entschärfen. Die angeforderten Drohnen wurden aktiviert. Die Bomben müssen aktiv bleiben, Sergeant. Sie sind unsere Versicherung. Ich weiß, Sir. Ich erledige. Wenn der Arkham Knight uns so gut kennt, dann weißt du doch auch, dass wir die Bombe entschärfen werden. Direkter Treffer bei der Rattler. Panzerung hält. Batman hat eine Drohne zerstört. Dafür bezahlt ihr. Weg! Mehrere Angriffe! Drohnen offline! Diese Maschinen sind unermüdlich. Im Gegensatz zu dir geben sie nie auf. Sie zögern nicht, sie halten sich nicht zurück. Und sie haben keine Angst vor dir, Batman. Tja, aber irgendwann gehen die euch auch raus. So wie jetzt. Sprengladung der Bombe. Ich sollte den Wagen nicht verlassen, bis das Gerät erledigt ist. Okay. Langsam Gas geben wieder. Sehr gut. Glaubst du etwa, das war's schon, dunkler Ritter? Ich habe... Bla bla. Wir haben also eine neue Mission bekommen. Ich scheine noch eine ganze Menge Nebenmissionen hinzupassen. Ich wundere mich, dass das hier alles nicht weitergeht. Wir haben hier erst 6%. Okay, die kann man wahrscheinlich so nebenbei lösen. Und, keine Ahnung. Hier haben wir Gesamtfortschritt. Keine Ahnung, was das bedeutet. Achso, Gesamtfortschritt wahrscheinlich. Wenn man das hier unten hat, hat man 100%, also alles zusammen. Aber hier bei den komischen maskierten Viechern kommt auch nichts Neues. Obwohl wir unsere Kampagne jetzt schon zu 25% und zu einem Viertel durch haben. Diese ganze Stadt mit Sprengstoff versehen. Wenn du versuchst, die Bomben zu entschärfen, bekommst du es nur noch mit mehr Drohnen zu tun. Ich habe jahrelang darauf gewartet und niemand wird mir das nehmen, wenn es jemand versucht. Falscher Knopf, Mann. Bleibt nur ein Krater zurück. Sir, diese Warnung wurde auf einem offenen Kanal gesendet. Ich vermute, der Arkham Knight möchte eine Einmischung von außen verhindern. Natürlich möchte er eine Einmischung von außen verhindern. So, hier wird keiner mehr abhauen. Jetzt kümmern wir uns aber um den Rest der Forensik hier. Ich werde wohl auch nur zwei Parts jetzt aufnehmen können. Alfred, weil mein Finger einfach zu stark wehtut. Nach Niagani Island. Senke die Mercy Bridge. Ich kann nicht, Sir. Wir sind ausgesperrt. Die Milizen müssen die Steuerung des Transportnetzwerkes angezapft haben. Ich brauche ihren Zugangspunkt. Gut,
Ich verfolge den Verkehr und anscheinend wurde er komplett umgeleitet zur Grand Avenue Station. Dann müssen Sie dort sein. Ich werde zu Fuß weitergehen und Ihren Zugangspunkt übernehmen. Ich melde mich, wenn du die Brücke senken kannst. Vorsicht, Sir. Miagani Island ist voller Drohnen und Soldaten der Miliz. Hört zu, Männer. Wir kontrollieren die Brücken, aber Batman ist anpassungsfähig. Bleibt wachsam. Achtet auf den Himmel. Ja, dann achtet mal auf den Himmel. Wir haben schon ein Viertel der Story geschafft und sind auch schon im zweiten von drei Distrikten angekommen. Also, die Story scheint tatsächlich ein bisschen kürzer zu sein. Wie hast du es nur geschafft, solch eine Nase zu erwecken? Hier wimmelt es nur von Milizen des Arkham Knight. Ich muss sie loswerden und den Zugangspunkt finden, von dem aus sie das Transportnetzwerk hacken. Okay, dann werden wir mal ein bisschen leveln. Was können wir denn zum Beispiel bei unserem Kampf mal so leveln? Ich würde gerne ein bisschen mehr ausschalten, zum Beispiel von der erhöhten Position und so einem ganzen Kram. Aber das ist ja eher... Hat ja nichts mit Kampf zu tun, ne? Hört die Zeitspanne vor, der eine von dir ergriffen den Nahkampfwaffe, den geht des Gegners, der bricht. Das interessiert mich nicht. Spezialkombo Batarang interessiert mich auch nicht wirklich. Kritische Treffer, passe deinen nächsten Schlag genau ab, um deine Schadenskraft zu verdoppeln. Um diese Technik anwenden zu müssen, wird der zweite Schlag genau im richtigen Moment ausgeführt werden, in dem der erste Schlag... Okay, Schau ich mal lieber nach was anderem. Was kann ich denn machen, um zum Beispiel stealthiger vorzugehen? Da muss ja auch irgendwas funktionieren. Ach, hatte die beim letzten Mal gar nicht gespeichert, die Punkte, die ich hier vergeben habe? Anscheinend nicht. Okay, hier war doch irgendwas, dass wir... Ja, das war's, was ich machen wollte. So hatte ich ja eigentlich gelevelt. Weiß nicht, warum das nicht gespeichert wurde. Und jetzt habe ich noch 4 Punkte. Was ist Ausrüstungstechnologie? Was können wir hier machen? Rauchbombenwirkungsdauer wird erhöht und Explosivkühl sofortiges Ausschalten können wir machen. Das möchte ich beides eigentlich nicht. Ausrüstung wäre des Gleitens. Brauche ich auch nicht unbedingt. Batclaw Entwaffnung. Die Batclaw nutze ich bislang noch gar nicht. Doppelt gezielter Batarang. Ja. Und Batarang Betäubungsdauer erhöhen. Was können wir mit dem Batmobil erhöhen? Schleudersitz können wir erhöhen. Den Rammangriff können wir bekommen. Das ist eigentlich ganz cool. Im Verfolgungsmodus könnte uns was bringen. Die Panzerung wird erhöht. Und kürzere Aufladezeit des Nachbrenners. Ich glaube, wir machen lieber das. So, dann haben wir unsere Punkte gut investiert. Hilft uns aber jetzt die Situation nicht wirklich. Der Arkham Knight hat seine Freundin getötet. Wir haben die Drohne. Die wird uns nicht überraschen. Hoffentlich nicht. Greift Batman auf das Terminal zu, will ich nicht... Eine kleine Überwachungsdrohne kreist über dem Dach. Sie ist mit einer Energiewaffe ausgestattet. Ich muss vorsichtig sein. Wenn ich den Soldaten ausschalte, kann ich die Drohne deaktivieren. Was hat mich getroffen? Wo kam das her? Merkt er das nicht? Nein! Anscheinend nicht! Er entkommt nicht, ich stehe neben dir! Aber hier scheinen noch Gegner zu sein. Die da zum Beispiel. Wenn das so einfach wäre, meine Freundin, dann wäre Batman schon mehrfach gestorben. Ich glaube, wir haben das Transportnetzwerk verloren. Kann sein, dass ihr das Transportnetzwerk verloren habt. Hier müssen wir drauf zugreifen. Ich dachte, wir können da jetzt die Drohne ausschalten oder sowas. Nur noch einer übrig, Batman. Hör mit dem Spielchen auf. Hey, erst über dem Restaurant. Wo ist er? Und wem hast du das mitgeteilt? Schön, dass du dich wehrst, Batman. Ich habe nichts anderes erwartet. Jetzt, da die Männer des Arkham Knight erledigt sind, kann ich ihr Uplink-Terminal benutzen und die Brücken senken.
Dann lass endlich unser Batmobil rüber. Oh Gott. Ist das nicht Barbaras Job? Ach stimmt. Bei all der Aufregung hätte ich das fast vergessen. Glaubst du ernsthaft, der alte Jim vergibt dir, wenn du sie rettest? Er ist nachtragend, Bats. Ich weiß das. Alfred, ich habe die Brückensteuerung reaktiviert. Wunderbar. Ich starte das Netzwerk jetzt neu. Vergiss Scarecrow. Zeig deinem wahren Herzen. Gott. Könnt ihr mal alle aufhören zu nerven? Nigma. Melde dich, sobald die Brücke bereit ist. Löse das Rätsel. Warum besucht Batman ein verlassenes Waisenhaus? Eddie, Süßer, du verwechselst mich mit Robin. Der Große und ich sind uns gar nicht zu nahe. Oh, ich weiß. Wegen dem, was seiner Katze heute passieren würde, wenn er nicht rechtzeitig ankommt. Schockiert, dunkler Ritter, erstaunt. Das hast du nicht erwartet, oder? Weil du mir nicht gewachsen bist. Edward Nigma, der Ritter und der intellektuelle Überlegen. Dachtest du, ich vergesse unsere letzte Zusammenkunft, dunkler Ritter? Du hast mich gedemütigt. Dieses Mal wirst du mich nicht schlagen. Völlig unmöglich. Du kannst es nicht. Ich habe schon gewonnen. Ich belächle deinen Versuch, meine Rätsel zu lösen. Ich werde triumphierend über deinem Leichnam stehen. Und während du deinem beschränkten Geist endgültig alles ausgehen, wirst du nur daran denken können, wie ich dich besiegt habe. Komm zum Waisenhaus, Detektiv. Oder sie sterben. Das hättest du auch direkt sagen können. Vielen Dank. Waisenhaus, alles klar. Oh, das für lieber Barbara. Was für Informationen hat dieser verkackte Arkham Knight über uns eigentlich? Ich glaube, alle, die mit uns in Verbindung stehen, sollten langsam mal aufpassen. Gordon, Alfred, Lucius, sogar Robin. Ich glaube, die sollten alle aufpassen, weil der scheint ja tatsächlich alles über uns zu wissen. Ich glaube, das ist auch der Plan. Die wissen natürlich nichts von Jokers Blut in uns. Beziehungsweise nicht von den Problemen, die dadurch passieren oder auftauchen. Zumindest hat Scarecrow nichts davon erwähnt. Aber sie wissen halt alles über uns ansonsten. Das heißt, sie wissen genau unsere Schwachstellen, nämlich unsere Freunde, unsere Verbündeten. Das ist die Schwachstelle von Batman. Wie nennt man den Typen, der die Fledermaus fertig macht? Weiß nicht. Ein Helm, so nennt man ihn. Ich raff's nicht. Du willst Batman brechen? Vergiss Scarecrow, Two-Face, Pinguin und den Rest dieser Komiker. Nigma ist der Mann mit dem Plan. Der Rätseltyp. Wenn du das meinst, dann hör einfach auf zu reden. Wir machen euch mal kurz Platz. Du sollst mir nicht in den Weg kommen, Mann. Ich will die anderen erledigen. Ich kann deinen Angriff nicht kontern, weil du überleben musst. So. Der Riddler hat Catwoman. Sag mir, wieso. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich hab sie nur gefesselt und ihr drin zurückgelassen. Wieso? Was hat Nigma vor? Keine Ahnung. Ich hab sie nur hergebracht und ein paar von diesen Trophäen platziert. Das war's. Du musst mir glauben. Das tue ich. Danke für die Ritzelstadt-Torte. Das heißt, der Riddler ist natürlich nicht hier. Was hat der Teddy hier draußen? Ich sag doch, wir sollten uns aufteilen. Was ist, wenn die Fledermaus kommt? Waisenhaus, ja, okay. Musst du so ein Waisenhaus als so eine Stadt nehmen? Als so einen Austragungsort nehmen, mein Freund? Okay, du, Moment, das geht doch bestimmt jetzt an, oder nicht? Batman, das bist besser du und du willst dich besser entschuldigen. Lass mich raten, diese ganzen Platten haben gleich was mit dem Rätsel zu tun. Halt still. Explosionshalsband. Okay? Großartig. Welches Mädchen träumt nicht davon, der Köder für ihren dunklen Ritter zu sein? Wir verschwinden. Du vielleicht.
Ich aber nicht. Ah, beide Kandidaten sind endlich hier. Heute Nacht, Leute, haben wir Rätsel in Fülle. Aber zuerst will ich meine schönen Assistentinnen vorstellen. Ich hatte es satt vom nutzlosen Abschaum in Gothams schäbiger und uninspirierter Unterwelt abhängig zu sein. Warum sich auf die Hilfe anderer verlassen, wenn man sie selbst designen, programmieren, entwickeln und dann herstellen kann? Okay, das ist eine coole Sache mit dem Charakterwechseln. Wenn das später noch mit Robin geht, dann ist das natürlich brillant. Also solche Double-Kämpfe. Ich meine, bei Catwoman mussten wahrscheinlich nicht ganz so viel programmieren, denn das gab es ja schon aus Batman Arkham City. Aber das ist cool. Das ist echt cool. Dann mal los! Na dann! Seid ihr gerade gut genug, um zu überleben? Erfreue dich daran, solange es geht, dunkler Ritter. Ich habe mehr für dich geplant, als Dinge zu schlagen. Das hat dir sicher Spaß gemacht. Mehr Spaß wird's heute leider nicht geben. Wie du siehst, hat diese kesse kriminelle Katze ein neues Halsband bekommen. Mit jeder abgeschlossenen Aufgabe gibt es einen kleinen Schlüssel. Erhalte alle Schlüssel und das Kätzchen ist frei. Entfernst du es zu früh, mach das Kätzchen bum bum. Nicht verzweifeln, dunkler Ritter. Du hast doch schon einen Test geschafft. Also mal sehen, wie lange du brauchst, um einen fliegenden Start in ein Fiasko zu verwandeln. Setz dich in dein Raketenflitzer und komm nach Chinatown, Detektiv. Dein zweiter Test erwartet dich. Ich komme zurück. Warte hier. Ich trage eine Bombe, Batman. Natürlich bleibe ich hier. Bring mir die Schlüssel. Okay. Dich fängt doch sonst niemand. War es ein Überfall? Erpressung? Eine Falle? Er hat mich eingeladen. Was? Er sagte, er hätte einen Job. Einen Job? Einen für eine einbrecherische Katze. Und darin bin ich ziemlich gut. Nicht jeder von uns turnt nachts auf Dächern rum, weil wir Leuten helfen wollen, du großer, düsterer Pfadfinder. Also, wo ist mein Schlüssel? Den Schlüssel. Arbeitest du öfter mal für den Riddler? Nur wenn du nicht hinsiehst. Selina. Wenn jemand etwas stehlen lassen möchte, dann fragt er mich. Du weißt, wie das läuft. Oder dachtest du, du hättest mich bekehrt? Nein, 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 Vizekatze. Geh da durch und dann gibt es an den Wänden des Waisenhauses eine ganze Reihe neuer Bilder. Okay, das ist also unsere Abgrenzung. Worauf wartest du? Aber schalten wir Catwoman frei? Sobald wir die Rätsel gelöst haben, wäre auf jeden Fall eine ganz coole Idee. Wir schauen uns auf jeden Fall das Charakterprofil von der Guten an. Und, oh, wir haben eine ganze Menge an neuen Charakterprofilen. Vor allem auch von den Infizierten, zumindest von einem der Infizierten. Ne, von zweien? Von allen dreien. Okay, vieren. Egal, von allen vieren. Albert King, er ist Schwergewichtsboxler, er ist momentan in Gotham City, hat braune Augen, schwarze Haare, ist 2 Meter und 1 groß, wiegt 129 Kilogramm und taucht das erste Mal in Batman Arkham Knight, also Juni 2015 auf. Das ist ein für dieses Spiel exklusiver Charakter. Albert King, alias der Gotham Goliath, ist ein legendärer Berufsboxer und Rekordhalter der meisten K.O.-Schläge in Folge seit Beginn der Aufzeichnung. Wenige Tage vor seinem Abschiedskampf wurde King für einen Routineeingriff in das Gotham General eingewiesen, auf diese Weise mit Jokers Blut infiziert. King scheint die gewaltsamsten und sadistischsten Aspekte von Jokers Persönlichkeit angenommen zu haben, was dazu führt, dass er nach der Entlassung seiner eigenen Familie krankenhausreif schlug. Ich kann nicht mehr reden. Ich sollte aufhören. Überaus kompetenter Kämpfer, übermenschliche Stärke und unkontrollierbarer Zorn. Na super. Oh Mann, dass solche Konsequenzen da noch bei rumkommen, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Catwoman, richtiger Name ist Selina Kyle. Sie ist vom Beruf professionelle Diebin. Sie ist momentan in Gotham City. Hat grüne Augen, schwarze Haare, ist 1,70 groß, wiegt 57 Kilogramm und taucht das erste Mal in Batman Nummer 1 auf, also im allerersten Batman-Comic überhaupt, erst im Frühjahr 1940. Die weise Selina Kyle wurde zur Diebin, um auf den Straßen Gothams zu überleben. Da sie entschlossen war, dies mit Stil zu tun, lernte sie Kampfkünste und trainierte Turnen,
um ihre Fähigkeiten zu perfektionieren. Ihre kriminellen Aktivitäten steht eine unterschwellige Selbstlosigkeit im Weg, die sie mal zur Schurkin, mal zur Heldin werden lässt. Obwohl sie Batmans Widersacherin ist, kommt es zwischen beiden häufig zu Flirts und gelegentlich zu mehr. Seit der Schließung von Arkham City ist wenig über ihre Aktivitäten bekannt, doch eine Reihe prominenter Einbrüche lässt vermuten, dass sie nach wie vor in Gotham tätig ist. Sie ist eine ausgebildete Athletin und Turnerin, Expertin im Nahkampf, sehr erfahren im Umgang mit Peitschen. Sie ist unübertroffen, wenn es darum geht, unentdeckt zu bleiben, und sie ist besessen davon, bekannte und gut geschützte Gegenstände zu stehlen. Dann haben wir Christina Bell. Ihr richtiger Name ist Christina Bell. Sie ist Geschäftsführerin von Queen Industries. Oh, die kennt man sogar. Aus Green Arrow. Standort Star City. Oh, das ist natürlich dann ziemlich mies, dass sie das ist. Sie hat blaue Augen, braune Haare normalerweise, ist 1,75 groß, wie 76 Kilogramm und ja, taucht das erste Mal in Batman Arkham Knight auf. Nicht wirklich, aber zumindest ist, was Batmans Aktivitäten anbelangt, tauchte sie das erste Mal in Batman Arkham Knight auf. Dass Arrow noch nicht hier war, um uns Bescheid zu sagen, dass er sie zurück will, das ist interessant. Nach einer erfolgreichen Karriere im Finanzwesen trat Christina vor kurzem im Vorstand von Queen Industries in Star City bei. Während einer Bluttransfusion folgte infolge einer Fehlgeburt, wurde Christina mit dem titaninfizierten Blut des Jokers ausgesetzt. Nach ihrer Rückkehr zur Arbeit zückte sie während eines Meetings ein Messer und ermordete 11 Vorstandsmitglieder, wobei sie ein Lächeln in die Gesichter ihrer Opfer ritzte. Christina hat mehrere Verhaltensweisen des Jokers angenommen, insbesondere seine Besessenheit von Batman. Die muss man doch irgendwie heilen können. Naja. Gut, dann haben wir noch den Henry Adams. Richtiger Name ist Henry Adams, er ist Schulleiter und Lehrer. Der kommt mir auch irgendwie bekannt vor, aber ich weiß nicht woher. Sie ist momentan in Gotham City, hat blaue Augen, weiße Haare, die waren früher mal blond, ist 1,75 groß, wiegt 73 Kilogramm, taucht dort das erste Mal in Batman Arkham Knight aus, da bin ich mir nicht sicher. Der hochgeachtete Leiter der geschätzten McCallum Akademie, Henry Adams, wurde während einer Routineuntersuchung in Gotham General Jokers Blut ausgesetzt. Da er keins der Symptome der anderen Opfer zeigt, könnte Henrys Immunität der Schlüssel zu einem Heilmittel sein. Obwohl er sich zunächst kooperativ zeigte, wächst Henrys Ungeduld und er möchte unbedingt zu seiner Familie zurückkehren. Und wir haben Johnny Charisma. Der kam mir auch irgendwie bekannt vor. Zumindest der Name. Sein richtiger Name ist Jonathan Brown. Woher kennt man den? Er ist Sänger aus Gotham City. Hat grüne Augen, braune Haare normalerweise. Ist 1,78 groß. Wiegt 78 Kilogramm. Und ist angeblich in Batman Arkham Knight erstmal aufgetaucht. Jonathan Brown, alias Johnny Charisma, machte sich zuerst einen Namen in Kabarett, bevor er durch eine traditionelle Talentshow entdeckt wurde und ins Stargeschäft aufstieg. Charisma nach mehreren Drogendelikten und Trunkenheit am Steuer als kontroverse Figur bekannt, doch sein Angriff auf einen Groupie war ungewöhnlich brutal. Seit seiner Infektion leidet Charisma an Megalomanie und weist Zeichen der sadistischen Shownatur des Jokers auf. Er ist ein ausgezeichneter Sänger, ist narzisstisch und Bariton. Also er ist ein Bariton. So. Und dann haben wir natürlich noch den Joker. Ein richtiger Name ist unbekannt. Er ist Berufsverbrecher, ist momentan in Gotham City eingeäschert und hat grüne Augen, grüne Haare, ist 1,83 groß, wiegt 73 Kilogramm und taucht das erstmal in Batman Nummer 1, also im Frühjahr 1970 auf. Batmans Erzfeind, der selbsternannte Clownfürst des Verbrechens, neigt zu Akten grausamster Gewalt und besitzt eine besondere Vorliebe des tödlichen Chaos. Sein Tod in Arkham City durch eine zuvorige Titanüberdosis hat die Unterwelt Gothams wie ein Schlag getroffen und viele geben Batman die Schuld dafür. Auch nach dem Tode lebt Jokers Erbe fort, als sich herausstellt, dass mehrere Menschen seine mit Titan infizierten Blut ausgesetzt waren, nun eine der Joker-ähnlichen Persönlichkeiten entwickeln. Er ist ein reueloser, mordlustiger Wahnsinniger. Er ist überraschend stark im Nahkampf. Er hat eine unbekannte Vergangenheit. Er verfügt über verschiedene todbringende Waffen, die oft auf Scherzartikeln basieren. Und er setzt ein tödliches Toxin ein, das die Gesichter seiner Opfer zu einem Joker-Grinsen versetzt. Vor 2 Jahren habe ich Jokers Plan aufgedeckt, eine Armee von Mutanten auf Gotham loszulassen. Er hatte seine Handlanger mit Titan genetisch verbessert. Bevor ich ihn aufhalten konnte, schluckte der Joker eine Überdosis Titan und mutierte zu einem riesigen Monster. Arkham Asylum. Ich konnte ihn besiegen, aber diese Überdosis hatte schwere Nebenwirkungen. Der Joker lag im Sterben und brauchte ein Heilmittel,
Anfang von Arkham City. Er infizierte mich mit seinem Blut und so hatte ich keine andere Wahl, als ihm zu helfen. Aber das war noch nicht alles. Er infizierte Blutkonserven in ganz Gotham, weshalb diese Patienten hier unter Quarantäne stehen. Jokers mutiertes Blut wirkt wie ein Zellgift, das das Gehirn angreift und die Menschen verwandelt. In ihn. Wenn wir keinen Weg finden, diesen Prozess umzukehren, wird niemand aufhalten, was er entfesselt hat. Aber wir haben das Heilmittel doch eigentlich genommen, oder nicht? Aber das Heilmittel war ja gegen das Titan, aber dadurch sollte sein Blut ja nicht mehr modifiziert sein oder mutiert sein und deswegen uns auch nicht mehr... Ja, das ist alles verwirrend hier. Aber okay, wir kommen wieder, Catwoman, versprochen. Lass mich nicht warten. Ja, ja. Sir, ciao. Ich habe wieder die Kontrolle über die Brücken. Gute Arbeit. Ich melde mich, wenn ich an der Mercy Bridge bin. Tja, Batman, mein Guter, das ist ja auch ein Dilemma, oder? Rettest du die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen, oder die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Ich persönlich würde mir ja Eddies neuestes Todeslabyrinth ansehen. Ich bin sicher, er hat sich richtig Mühe gegeben. Außerdem kannst du Barbara eh nicht ganz retten. Eine Hälfte habe ich ja schon umgebracht. Oh, dieses... Okay, wir werden eh irgendwann beides tun. Wir haben hier einmal... Ah, wir haben neue Infos. Ein Polizeihubschrauber hat eben eine Geiselnahme bei Port Adams gemeldet. Es ist einer der Feuerwehrleute von Wache 17. Die meisten Kidnapper sind schwer bewaffnet. Na dann. Wissen wir, was wir zuerst zu tun haben. Das sollte eine schnelle Nebenaufgabe sein. Die könnte auch in diesen Part passen. Wir sind da. Da vorne ist er angeblich. Wartet's nur ab! Der Chief wird euch dafür büßen lassen! Willst du mich verarschen? Ist jemand gelangweilt? Ich bin's auf jeden Fall. Und so. Das nicht mitgekriegt? Doch, aber deshalb kommen noch nicht alle daher. Geht weiter! Mine ist scharf, Jungs! Mine? Finde ich nicht so geil. Zurück! Aber das finde ich ziemlich cool. Werden die Bienen uns wenigstens angezeigt? Ich glaube nämlich gerade nicht. Doch. Nee, doch nicht. Das ist nur der... Die komische Drohne da. Die gehen zu zweit. Das gefällt mir auch nicht, dass sie zu zweit gehen. Bin ich okay? Was? Nein! Warum? Konnte ich dich nicht ausschalten, Mann? Aber scheint trotzdem keine Gehör zu haben. Okay, jetzt haben sie es wohl doch bemerkt. Nein! Diesmal kommt er nicht davon! Diesmal kommt er nicht davon, hast du gesagt? Hast du das gerade ernsthaft gesagt, Buddy? Das war nicht das Schlauste, was du sagen konntest. Ich kann den Feuerwehrmann erst befreien, wenn ich das Gebiet gesichert habe. Ich weiß. Deswegen sichere ich das Gebiet hier gerade. Ich bin doch schon da. Oh. Vielleicht sollte ich jetzt nicht auf die Minen treten. Da habe ich dich, mein Freund. Wie viele wart ihr? Danke. Ich dachte, das war's. Diese Tiere. Denken Sie nach. Können Sie sich an den Angriff erinnern? Der Chief schickte uns zurück in die Stadt, um nach Zivilisten zu suchen. Er sagte, wir lassen keinen zurück. Und
auf einmal schlug so eine Art Feuerball in uns ein. Ich ging wohl K.O. Firefly. Ich weiß nur noch, wie einer der Psychos seine Kippe auf mir ausdrückte. Hast du die anderen gefunden? Den Chief? Ich suche noch. Warten Sie hier. Jemand wird Sie in Sicherheit bringen. Das erinnert mich alles so krass an Firefly. Wer sollte sonst etwas davon haben? Ja, keine Ahnung, Feuerwehrleute zu entführen. Außer die, die seine Arbeit quasi zerstören. Er ist doch von Feuer und Flamme und so einem Kram besessen. Und wenn jetzt immer jemand kommt und seine Arbeit zerstört, dann würde ich mich auch aufregen. Eine Herausforderung unterhalb von Chinatown? Also gut, Nigma. Ich werde mitspielen und gewinnen. Selinas Leben hängt davon ab. Aber Selinas Leben hängt davon erst im nächsten Part ab. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Ich werde jetzt erstmal meinen Finger wieder kühlen gehen. Bis dann und auf Wiedersehen.